Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute mit Outlast 2, was jetzt gerade am 27. erschienen ist für die Nintendo Switch. Und man merkt einfach nur, dass bei diesem Spiel ist natürlich auf anderen Konsolen schon erschienen, aber hier noch nicht. Deswegen für alle die, die es sich nicht kaufen können, weil sie keine 18 sind, können sie es hier mal ein bisschen anschauen und sehen, ob es überhaupt was für die wäre. Wir starten es einfach mal. Story-Modus. Ich will nur spielen, kein Spaziergang. Ich sterbe gerne. Ich verdiene eine Strafe. Lebenssimulator. Okay, wir machen mal normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Lynn Langerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langerman, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder stirbt. Sterben will ich nicht. Und Sullivan Null schrieb seinen Namen Ezekiel auf das Banner der Ewigkeit mit eiserner. Please, Blake. Where are you? Bist du? I'm scared. Angst. He's coming. Er kommt. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for NewsTomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! Oh, it's done those. We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh. Ja, spannender Anfang. Ich mach hier einfach an so einem Korridor auf. Bücher? Drücken kann ich nichts. Kann noch gucken. Da ist ein Mann. Kann der uns hier helfen? Können wir laufen? Nee. Laufen können wir auch nicht. Ups, es ist genau 5 nach 6. 6 nach 6.
Die nächste Uhr zeigt die gleiche Uhrzeit an, okay. Sieht aus wie in so einer ekligen Schule, ne? Klasse. In die Korridore. Passiert hier? Nicht so viel. Das war wohl ein Traum. Okay, das ist jetzt nach dem Absturz, würde ich behaupten. Einmal richtig gut wird sie nicht gehen. So. Versuchen wir es wegzuschieben hier. Okay, das war die Kamera. Die ist natürlich lebenswichtig, die nehme ich natürlich in die Hand. Ich bin gerade abgestürzt, aber wichtig für mich ist die Kamera. Fuck! Lynn! Okay. Drücke immer nur, um dein Ziel Lynn. Zu sehen. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Lynn ist wichtig und meine Kamera natürlich, ne? Okay, ist sie da unten irgendwo? Deine Kamera anmachen? Ah, da. Kann ich aber schon ranzoomen, sehe ich was. Ah, nicht wirklich. Okay. Kann ich aufstehen? Gehe ich schon oder krabbel ich? Oh, jetzt gehe ich, okay. Kann ich runterkommen, ohne abzustürzen? Ein bisschen Abweg. Und da, guck mal da. Ja, hier müssen tief runter, da. Jetzt hier nochmal, kann ich immer runterhüpfen? Ja, hier geht's auch runter, okay. Oh, vorsichtig. Mit B kannst du dich vorwärts bewegen und über einen Sprung springen. Okay. Und nicht verkehrt. Ich glaube, muss ich runter? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Oh, halt dich fest. Oh, hier weg. Ja. So, gucken wir mal, ob meine Frau noch liegt. Wichtige Ereignis solltest du aufgenommen werden. Drücke R, um die Kamera zu aktivieren. Die rote Rektlicht zeigt, dass du aufnimmst. Wenn das Rektsymbol blinkt, heißt es, du zielst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ziel zielen, damit der rote Kreis füllen, um den vollständig aus dem Drücke. Schau dir aufgenommene Videos an, um mehr über Ereignisse und Ziele zu erfahren. Okay, gucken wir uns das. Machen wir mal an. Okay, jetzt hier auswählen. Und dann kann ich es abspielen. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Okay, also hat alles erkannt, dass er. Oh shit! Jesus! Is. No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Geht's hier weiter? Weiß es nicht. Schalte bei aktivierter Kamera. Ach guck mal, gibt einen Nachtmodus. Das ist natürlich praktisch. Aber es ist natürlich auch nicht so cool, so zu gehen, ne? Oh, fuck me! Was ist das denn? Fuck! That could not happen in the crash! Eieiei. Fuck this! Lynn! Okay, das ist nicht so schön. Wir gehen mal lieber weiter. Gar nicht schön. Okay, wir müssen uns leider anmachen. Hier ist uns nichts. Gott, ey. Hast du sowas ja, ne? Also ein bisschen hasse ich so eine Spiele auch. Wenn man nur erschreckt wird die ganze Zeit. Wirklich sehr gruselig. Nachladen. Noch eine andere Batterie? Ah, perfekt. Das wusste ich nicht. Das ist natürlich gut, dass wir noch ein paar Batterien haben. Wahrscheinlich müssen wir auch welche finden. Auch den Ton ganz gut. Oh.
Den Ton kann man mit aufnehmen. Nicht praktisch. Da ist ein Ton mal weg. The town. Oh, thank God. I thought miles from anything. Ob das wirklich eine Stadt ist? Wissen wir auch nicht. Schauen wir uns erstmal hier um. Gut, wie werden die Hindernisse, um drüber hinwegzuspringen? Wir gehen hier rein. Klopfen wir mal an. Hallo? I'm lost. And hurt. Scheint keiner zu sein. Ich dachte, ich habe gerade die Tür zugemacht. Is anybody there? Please. Hallo, ist hier jemand? Hey. Hey, man. Wer sind die Geist? Oh, shit. Oh, shit, you're... What's just happened? Oh, Scheiße. Ich... Foto wurden gemacht, drücke zum Ansehen. Ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen, außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis an jeden Tag Trost in armen Papa Not findest. Für immer dein Tom. Ein Foto wurde gemacht. Das? Eine Batterie. Ist da jemand reingekommen? Habt ihr die Schritte gehört gerade? Oh oh. Wer ist da denn drin? Da ist doch jemand drin. Kehrt. Ich gehe von außen mal ran. Ist blockiert. Dann muss er irgendwo da reingehen. Da. Who's? Stimmen. Blockiert. Immer noch blockiert. Kann ich mit dem anderen Weg reinkommen? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist schon eklig, ne? Hier mal rein. Wer ist er denn? Dann sollten wir es wahrscheinlich weghalten. Gehen wir mal in die Richtung.
segte mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf leicht erbrennenden Sonne, doch mit Reihen von Reihen und Zähnen, und ihm hinab gingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren, standen bereit zur Zeugung, und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß ich konnte weder atmen noch mich bewegen, und ich sah mich selbst, wie vor Jahren Daniel mit Lauge blendete und versuchte, mich zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir, und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Versuchte mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn, doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das treust du deiner Schafe in heiliger Sehnsucht. Eieiei. Gruselig. Oh, hier. Okay, wie viel von Wände habe ich denn? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ah, okay. Clever. Kann sich mal bei Verstecken, ne? Bei Leuten. Okay, kann sich also unter dem Bett verstecken. Gut. Wir wissen. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir hin können. Harry. That's fucked up. Das sind Puppen und Bilder und gruseliger Scheiß. Hier ist wieder ein Fenster zu öffnen. Scheiß Rabe, ey. Kann ich da rein? Oh ne, lass mal lieber das Ding an. Nachladen. Da geht aber nicht auf. Da geht's durch. Jetzt ein Friedhof für Kuscheltiere. Also richtig? Wohl fühle ich mich gerade nicht. Oh. Ah, man kann immer direkt speichern und wenden. Ich habe Speicher zwischendurch die ganze Zeit, ne? Satanas Indivica. Gucken. Oh Gott. Schon krank. Klage der Hebamme.
Das Kind, es kommt bereit, das Messer macht. Das Kind, es kommt, Hilfe der Nacht. Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Halleluja, halt die Flut. Das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut vergossen. Hier, wir seien verschont. Das Kind, es wächst. Ihr Leib schwillt an. Das Kind wächst, die Hölle gesandt. Die Siegel ruft und schärft die Klinge. Kniet, betet frohe Dinge. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich hier weitergehe. Sind das echte Leichen oder was? Gucken. Ich würde sagen, das sind echte Menschen. Gott! Nur noch Kindermusik, dann schrei ich. Da ist keine Batterie mehr, glaube ich. Krieg mir schon mal durch. Ich dachte, jetzt hält mich irgendjemand fest. Ich bin schon Panik. Das ist ein bisschen gruselig. Die Stimme, die geht mir schon im Sack. Wieso ist sie einfach mal weg? Oh. Da. Noch hier. Batterie. Das war ein ekliges Viech gerade. Jetzt gehen wir noch unter durch. Du kannst manche Objekte verschieben, indem du dich neben sie stellst und Y drückst. Okay. Jetzt kann ich da hoch oder was? Ach so, okay. War da hochklettern, ne? Und dein Volk führte Krieg auf den Feldern. Das geht uns nachher durch. Dann will ich. Und? Autsch! Das war nicht so gut. Jesus! Who? Then you'll have. God wants me dead? Okay.
ist ein gruseliger Typ gewesen. Stecken wir uns kurz. Nix zu. Gar keinen Lärm machen hier, ne? Jens, hier? Ein Generator. Das nächste Haus rein? Dann kann man das Mikrofon drücken, um durch Wände zu hören, aber. Gruselig. Scheiße. Okay. Das war's. Okay, mit diesem Tod verabschiede ich mich auch für heute. Das war, glaube ich, genug Anfang für das Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.